Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Gäste aus Essen und auch liebe Medienvertreter. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Pressekonferenz, präsentiert von der ETL. Das eben gesehene Spiel in der Regionalliga West zwischen Viktoria Köln und Rot-Weiß Essen endete 0:0 und wurde vor 1338 Zuschauern ausgetragen. Zu meiner Rechten darf ich jetzt den Trainer aus Essen, Marc Fascher, begrüßen und zu meiner Linken, wie immer, unser Trainer Tomek Kaczmarek. Herr Fascher, Sie haben bei uns das erste Wort. Bitte Ihr Statement zum heutigen Spiel. Ja, vielen Dank. Guten Tag in die Runde. Ich habe heute eine richtig gute Rot-Weiß-Essen-Mannschaft gesehen, woran ich das festmache, weil sie unheimlich taktisch diszipliniert gespielt haben. Woran ich wiederum das festmache, ist, wenn ich das Chancenverhältnis zusammenzähle, komme ich auf 3:1 für uns. Ich zähle sie auch gerne nochmal auf. Pfostenschuss Platzig, Freistoß Benny Bayer, den Pellatz überragend hält. Dann in der zweiten Halbzeit Viktoria mit einer Torschance Klingenburg, wo Platzig, glaube ich, auf der 5-Meter-Linie den Ball noch wegschlagen kann. Und dann nachher nochmal die Riesentorschance von Benny Bayer. Da hätten wir uns belohnen können mit einem Dreier heute. Ja, ich glaube, der Punkt ist hochverdient mit einer Tendenz, positiven Tendenz zu uns. Wenn das heute hätte einen Gewinner geben können, dann glaube ich eher wir. Es ist so, wie es ist. Man muss auch manchmal mit dem Punkt dann zufrieden sein. Ich habe ein gutes Spiel gesehen insgesamt, weil interessant haben sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe begegnet. Und ja, ein Riesenkompliment an die Mannschaft, wenn man, wie gesagt, nur eine Torschance des Gegners zulässt, der ja wirklich auch richtig gute Jungs in den eigenen Reihen hat und wir dann taktisch diszipliniert, gerade in der Arbeit gegen den Ball, so gut verteidigen, dann auch immer wieder die Situation Nadelstiche setzen konnten. Ja, das spricht mich heute positiv und von daher ja, können wir irgendwo schon mit einem guten Gefühl nach Hause fahren, weil es eben halt insgesamt eine gute Leistung von uns war. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Fascher. Tomek, bitte auch dein Statement zum heutigen Spiel. Ja, hallo zusammen. Ich glaube, wenn wir alle ganz ehrlich sind, haben wir heute kein gutes Regionalligaspiel gesehen. Es war für uns eine gute Erkenntnis, dass wir einfach noch nicht so weit sind, dass es uns viel fehlt, um eine richtig gute Mannschaft zu sein. Ich habe das gerade auch meiner Mannschaft gesagt, so ein Spiel wie heute ist ernüchternd. Und deswegen, glaube ich, können auch alle nachvollziehen, dass ich in den letzten Wochen immer gesagt habe, wir werden mit dem Aufstiegskampf nichts zu tun haben, auf welcher Grundlage ich das gesagt habe. Wir sind noch nicht so weit. Wir hatten heute zu viele Spieler auf dem Platz, die nicht gut in Form waren, die kein gutes Spiel gemacht haben. Und so kann man ein Spiel zweier besserer Mannschaften dieser Liga nicht gewinnen. Wir werden das Spiel analysieren, werden daraus lernen, werden zusehen, dass wir uns verbessern. Insgesamt, glaube ich, war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ob da wirklich eine Tendenz in die eine oder andere Richtung gab, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich glaube, heute hätten beide als Sieger vom Platz gehen können, aber das Unentschieden, das 0:0, passt schon sehr gut zu dem Spiel. Vielen Dank. Auch dir vielen lieben Dank, Tomek. Liebe Medienvertreter, gibt es von Ihrer Seite aus Fragen? Herr Fascher, die Umstellung in der Abwehr, Weber raus und Binder rein, gab es dazu irgendeinen Anlass, also Verletzungsgrund oder? Nein, das ist eine taktische Entscheidung. Die beiden haben es im Heimspiel gegen Bochum, dass wir 1:0 gewonnen haben, gut gemacht. Und von daher habe ich mich heute einfach mal für die Konstellation entschieden. Ja, die Systemumstellung, die Sie gemacht hatten, war das jetzt was speziell für diesen Spieler oder ist das was, was Sie sich noch dauerhaft vorstellen? Das werden wir mal sehen. Auf jeden Fall hat mir die Systemumstellung heute gut gefallen. Gibt es weitere Fragen? Dies ist, wie ich sehe, nicht der Fall. Dann möchte ich Sie darüber informieren, dass unsere Viktoria das nächste Mal am Samstag, den 28.03. bei der U23 von Fortuna Düsseldorf spielt. Und dann gebe ich Ihnen noch die Infos zu den Terminierungen der Nachholspiele, beziehungsweise das Nachholspiel gegen die Sportfreunde Siegen findet am Donnerstag, den 2.04. um 19:30 Uhr statt.
Und auch das Pokalspiel ist terminiert gegen Fortuna Köln. Im Pokalhalbfinale geht es am 7.4. um 19.30 Uhr. Dann unseren Gästen aus Essen eine schöne Heimfahrt und auch Ihnen noch einen schönen Restsonntag und bis zum nächsten Mal.